Jo, hallo und herzlich willkommen. Was war das wieder? Erstgewecker. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, genau, von schauen wir mal FNV360, was natürlich steht für die, also für Fallout New Vegas auf der Xbox 360. Gut, es müsste Teil 35 sein. Es ist jetzt schon wieder, glaube ich, 1,5 Wochen, 2 Wochen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ich habe, das ist was aus meinem Gedächtnis heraus, müsste man bei Folge 35 sein. Falls es nicht ist, ich habe unten eh richtig nummeriert, also in der Beschreibung. Gut, was haben wir in der letzten Folge Großartiges geleistet? Ich weiß noch, wie gesagt, Nüsse vorbereitet, dass wir mit dem Benny uns getroffen haben. Der hat uns ja dann angeboten, dass wir mit dem gemeinsam ein Sachen machen wollen oder machen sollten, was wir verneint haben. Daraufhin haben wir ihn zahmgeschlagen eigentlich, beziehungsweise tot geprügelt und mit seinen eigenen Schuhen verhauen. Ja, wir haben auf jeden Fall Bennys Anzug, der Feilschen plus 5 und Sprache plus 5 bringt, ist nicht schlecht, ist aber auch jetzt nicht so überdrüber. Eigentlich hätte ich mir gedacht, dass sein Anzug auch ein bisschen Glück hergibt. Wir haben auf jeden Fall diesen Platin-Chip jetzt da bekommen. Die Waffe von ihm haben wir ja auch bekommen. Maria, genau, Maria, 91 und 21, das haben wir noch gar nicht angeschaut. Werden wir uns wahrscheinlich behalten. Ja, und was ja noch gewesen ist, ich glaube mal für die Rumsa haben wir ja dann noch die Aufgabe da gemacht. Zum Fortgehen, nein, Mr. Haus töten oder deaktivieren, was? Wildcast mit Ja-Sage über die Übernahme von New Vegas reden. Ja, genau, also das, genau, es haben sich ja jetzt alle, weil wir in New Vegas angekommen sind, lechzen um unsere Zuwendung. Der Caesar, also Caesars Palace, oder Caesars Palace, der Caesar, ich habe eine Audienz beim Caesar, der will mit mir quatschen. Mit Ja-Sager, den haben wir ja kennengelernt in der letzten Folge, der hätte ja mit Benny zusammengearbeitet, das ist ein eigener Roboter. Und wenn wir mit Benny gemeinsame Sache gemacht hätten, dann hätte der uns geholfen, halt eben, dass wir New Vegas übernehmen und der Benny wäre halt eben der Obermods geworden, ich wäre seine rechte Hand geworden, was auch immer. Auf das hatten wir ja keine Lust, deswegen, wenn wir dieses Szenario machen würden, dann könnten wir die Leitung über New Vegas bekommen. Mr. House töten oder deaktivieren, ich finde das lustig, weil das gehört alles zu dem dazu. Optional zum Fortgehen und den verborgenen Bunker von Mr. House betreten. Der hört sich irgendwie interessant an. Ich weiß jetzt nur nicht, warum das alles unter Wildcard gehört. Weil der Mr. House hat ja auch, genau, wir sollen mit Mr. House sprechen. Und lustigerweise, die, verlass dich auf mich, Alice, ja, das ist, genau, das waren die alten, was wir noch gehabt haben, die alten Quests, was wir nicht weitergemacht haben, also das mit Ed E, dann da, dass wir für die kaminrote Karawane was machen, junge Herzen, das müssen wir noch fertig machen. Genau, da müssen wir nochmal zurück zu die Rumsa. Was mich jetzt aber wundert, ist das, dass noch keiner von der Republik Kalifornien an uns herangetreten ist. Das wundert mich jetzt da, weil du hast ja die Möglichkeit, mit dem Caesar zusammenzuarbeiten, mit der RNK halt eben, mit Mr. House, mit Benny, oder du machst dein eigenes Ding. Ich habe mich noch nicht hundertprozentig festgelegt, aber ich werde auf jeden Fall nicht mit Caesar arbeiten, das den Typen vergieß. Ich mag das nicht. Also dieses Herrschaftssystem, das finde ich einfach für den Arsch. Ich möchte aber unbedingt jetzt nach Vault 21 einmal gehen. Aber was haben wir eigentlich an? Was haben wir an? Ja, wir haben noch immer unsere Dingerle. Pass auf, wir ziehen der Welt das an. Ein Feuerwehrhelm, den müssten wir auch mal reparieren. Was macht denn der Sicherheitshelm? Der bringt uns 3, dann wird uns der Feuerwehrhelm wahrscheinlich auch 3 bringen. Wenn wir den. Also wir setzen gar nichts dabei auf. Ja, also ich weiß noch nicht genau, was wir in dieser Folge alles machen werden. Aber ja, mal überraschen lassen. Vielleicht werde ich mit den ganzen. Mit den ganzen Parteien einmal palavern. So, das ist Vault 21, weil es im Untergrund ist, haben wir da oben nicht allzu viel. Und natürlich habe ich die Musik abgedreht in der letzten Folge, weil nämlich diese 10 Sekunden, ich glaube es waren 10 oder
9, 12 Sekunden, irgendwie sowas, vom Dean Martin Song haben gereicht natürlich, dass die Monetarisierung weg ist, was eh ein Lächelschass ist bei mir, durch meine Aufrufezahlen. Und das Ganze, hallo Sarah. Hi, ich bin Sarah. Sarah aber trotzdem, Weintraub. Was, ich mag willkommen das im schönsten Worthotel der ganzen Welt. Hätte gerne ein Zimmer, was für Sachen verkaufen Sie im Geschenkladen? Ein Vault Hotel, so etwas habe ich noch nie gesehen. War es vor dem. War es so vor dem Krieg, Entschuldigung. Und also wie gesagt, das ist jetzt wegen der Monetarisierung, mir geht es hauptsächlich nur darum, nicht um diese 1-2 Cent, die ich jetzt mit meinen Dingern da mache, sondern ich habe schon so viele Videos, wo drauf steht, von wegen urheberrechtlich geschützt. Und ich befürchte ja, dass irgendwann das System so umgestellt wird, dass sobald das ist, hast du einen Strike. Und ich möchte nicht so viele Videos haben, die das beinhalten. Weil wenn ich das irgendwann einmal ändern müsste und die Sachen runterlösche, dann zerreißt es mir da so viele Projekte und das will ich nicht heute. Sind Sie Besitzerin des Hotels und des Ladens? Fragen wir mal. Nun, es ist meine Vault, richtig. Ich meine, ja, das heißt, nein. Ich kümmere mich darum. Aber man könnte wohl sagen, dass Mr. House der Eigentümer ist. Mr. House ist sehr eng mit Vault 21 verbunden. Er hat versucht, uns rauszuholen, bevor er ihn mit Beton gefüllt hat. Ich wäre fast durchgedreht. Also haben wir ihn überredet. Sheldon und ich, okay? Sheldon! Wir haben ihn überredet, die oberste Ebene fast intakt zu lassen. Keine Ahnung. Vielleicht wollte er nicht, dass Leute da unten rumschleichen. Meine Vault ist riesengroß. Sie ist voller Gänge und großer Räume. Was gibt ihm überhaupt das Recht, uns so madig zu behandeln? Er hat also New Vegas gerettet. Jetzt verzieh dich und lass uns weiterleben. Ich würde gerne noch andere über Sie und das Hotel erfahren. Ich hätte noch ein paar... Ja, erzählen. Verstehe. Okay, ich kenne das ehrlich gesagt, glaube ich, nicht mehr. Oder beziehungsweise, ich glaube, ich war einmal in Vault 21, also in dem Hotel drinnen. Deswegen interessiert es mich jetzt da wirklich. Dann leiten Sie hier alles, ja? Ja, und schauen Sie nur, was ich daraus gemacht habe. Es sieht so gut aus, wie es sollte. Naja, fast zumindest. Jetzt vermisst Sie die gute alte Zeit in der Vault. Da war vielleicht noch was los. Wir kannten einander so gut. Die Vault hat uns ja alle zusammengehalten. Da unten gibt's viel Symmetrie und Fenster. Jeder Streit wurde durch Glücksspiel geregelt. Die Glücksfee hat keine Favoriten, wissen Sie? Also hat keiner keinen aufs Kreuz gelegt. Ja, das waren noch Zeiten. Sie kennen Mitchell? Sie kennen den Maulwurf-Hintern? An den Namen habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Ich war noch ein Kind und er hatte dieses maulwurfförmige Muttermal an seiner Heckstoßstange. Sie verstehen schon, Kinder und so. Jeder kennt jeden in einer Vault. Geht gar nicht anders. Hoffentlich geht es Mau, ich meine Mitch, gut. Mitch Mau. Das haben wir doch schon gefragt. Ja, das waren noch Zeiten. Ist hier bei Ihnen viel los? Klar, wir haben immer volles Haus. Normalerweise. Zurzeit kommen viele RNK-Spießer. Ab und an mal ein Brahmin-Baron und seit kurzem frisch vermählte mit dicken Klunkern an den Fingern. Gut, ich hätte noch andere Fragen. Wie kann ich Ihnen helfen? Fragen wir das, etwas habe ich noch nicht gesehen. Nein, Dummerchen. Natürlich war es nicht immer ein Hotel. Ich bin an diesem Ort aufgewachsen. Ich liebe ihn. Er ist der schönste der Welt. Nicht, dass ich viel von der Welt kenne. Genauer gesagt bin ich noch nie hier rausgekommen. Aber das hier ist die tollste Vault aller Zeiten. Was ist so besonders? Meine Vault ist New Vegas pur. Jeder hat eine Chance und die Glücksfee lächelt, wenn sie gut spielen. Okay, so war es, bevor wir gehen mussten. Vault 21 hatte schlaue Methoden, um Zwietracht zu vermeiden. Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten wurden mit Glücksspiel entschieden. Ich führe sie kurz durch mein Zuhause. Oh klar, natürlich nur, wenn sie wollen. Ja, so ist es machen. Dann mal ran an die Buletten. Packen wir es an. Machen wir eine kleine Vault 21 Tour. Wir betreten direkt die Vault.
Ich meine, wir haben ja noch nie eine Vault von innen gesehen. Dieser Bunker beschützt den Eingang der Vault. Außen so in dem Spiel. Innen dicker Stahl. Aber das stimmt auch nicht, wir waren schon in ein paar Vaults drinnen. Hallo. Nein, geh weiter. Wollte nicht zu aufdringlich sein, Sarah. Ja, ich sag's gleich für den Fall der Fälle, dass man was hören sollte oder was im Hintergrund, irgendwelche Hunde bellen oder so irgendwas. Bei mir ist das Fenster offen dieses Mal. Also bitte ich das zu entschuldigen, falls man was hören sollte. Ei! Achso, das sind meine tapferen Recken. Ganz vergessen. Guten Abend. Nein, geh weiter. Wenn es zu lang dauert, dann werden wir das irgendwann einmal ab. Da ist ja nichts mehr da. Über uns ist die Kontrollzentrale dieser Ebene für Lebenserhaltungssysteme, Strom, Strahlenschutzschilde und so weiter. Verirren Sie sich nicht. Meine Vault hat viele Gänge und Räume, auch wenn sie nicht mehr symmetrisch ist, seit Mr. House uns rausgeworfen hat. Ich bin gerade stecken geblieben, warum? Nein. Okay, weißt was, ist wurscht. Wir gehen einmal kurz da durch. Vegas bei Nacht ist einzigartig. Schauen uns die Vault einmal an. Warte mal, können wir... Sarah, bevor wir die verlieren. Schön, Sie wieder zu... Was verkaufen Sie? Ich habe alles Mögliche. Zeig her. Oh ja, klar. Okay, ich habe diese tollen Lunchboxen, die sind super. Was noch? Oh, schauen Sie nur diese Toaster. Sie mögen Toast, oder? Knusprig noch besser. Wie wäre es mit einem Original Vault-Tec Spielzeugauto? Okay, Mann. So, haben Sie überhaupt echte Vault-Ausrüstung? Klappe zu. Mir fallen gerade ein paar sehr unangenehme Anwendungsmethoden für den. Na gut. Aber wer will schon ein lahmes Sensormodul oder einen Stickstoffbehälter? Die beliebten Sachen sind schon verkauft. Besonders die Vault-Anzüge. Ich muss mehr finden. Das Zeug geht weg wie warme Semmeln. Lederanzüge sind einfach toll. Ich muss nur dran denken und mir wird schon warm. Are you coming on to me? Wissen Sie, Leder ist meine Spezialität. Reißverschluss auf, erhitzen und Nehmen wir es, ist ja wurscht. Wirklich? Nun, ich weiß nicht mal, was ich darauf antworten soll. Sagen Sie nur nicht hier und jetzt. Wir wollen ja nicht, dass die Gäste kritisieren. Okay. Sie helfen mir und ich denke in der Zwischenzeit darüber nach, wie wir Ihre Fähigkeiten nutzen können. Aber dann können Sie die reparieren. Nein. Ja, wir haben Feilschen nicht so hoch. Oh, das macht mich so glücklich. Sie sind der Hammer. Okay, warte mal, was schön, haben wir jetzt? Sie wiederzusehen. Okay, hat sie jetzt da irgendwas? Sehen wir mal was. Dann schauen Sie mal her. Ich muss dann nachschauen, was ich jetzt da mit ihr ausgemacht habe, weil... ich ihre Vorkriegs, Negligé, zack, 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 Overalls. Ne, bringen alle nichts. Wissenschaft plus 5. Ein Hut. Ist genug cooler Buffer, Krücke, Vorkriegs. Die hat ja wirklich nichts erst. Okay. Total unruhig ist. Gut, pass auf. Was haben wir jetzt mit der ausgemacht? Oder haben wir überhaupt irgendwas ausgemacht? Ist wurscht. Ich muss jetzt da eh keine Geldquelle da irgendwie neu erwirtschaften oder was. Im Gegenteil. Ich will mich nochmal kurz umschauen, ob man da irgendwo. Okay, da ruckelt's urg. Ah, da gibt's ja gar nichts. Gut, dann haben wir das gesehen. Gut, haben wir Nudeln und so irgendwas. Ja, schön. Brauche jetzt aber auch nichts. Wenn die eine gut gefüllte Waffenkammer noch irgendwo hätte, das wäre schön.
keinen Zugang. Ich befürchte ja, dass wir hier jetzt nichts unbedingt noch finden können. Okay, ist ein Schlafquartier. Stripbrief. Schauen wir mal kurz, ob wir den mitnehmen könnten. Nee, wir wurden erkannt. Was jetzt? Da bin ich versteckt oder erkannt? Ich möchte nur mal kurz reinschauen, wenn ich darf. Ah, der ist leer. Klar, ich schaue natürlich in den leeren Spind rein. Cherry Bomb. Sunset. Nein, nix. So, gehen wir da noch lang. Den Brief schauen wir uns nachher an. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob das... Okay, wir sind versteckt. Dann schauen wir da rein. Da ist nix. Ah, bitte wählen Sie vom Menü Dienste. Karte des Diners, Geschenkkatalog an Annehmlichkeiten. Kostenloser Weckruf, Wäscherei, geführte Touren, Pokerunternehmen. Ja. Zurück. Die Geschichte. Offen für den. Ein Tribut an Mr. House. Mr. House hat mit Hilfe der Familien die größtenteils unbeschädigten Ruinen in Las Vegas in ein Paradies verwandelt, das der Stadt aus unserer Erinnerung ähnelt, dank der Geschichten und Objekte, die unsere Vorväter von nach der Katastrophe im Wald 21 erzählt und aufbewahrt hatten. Wir waren gleichzeitig von Ehrfurcht ergriffen und vorsichtig. Langsam verließen wir die Wald und ließen uns in New Vegas nieder, wo wir uns an der Wiederherstellung der Stadt beteiligten. Wald 21, gigantischer Ding, funktioniert, zack. Mr. House räumte die Wald aus und füllte die leeren Hallen mit Beton. Lediglich ein Teil der obersten Ebene wurde verschont. In diesem Abschnitt, in dem die Wärme unserer alten Heimat weiterlebt, sind sie derzeit untergebracht. Mittlerweile haben wir die Weisheit darin erkannt, dass Dr. House eine neue und bessere Zukunft für alle Generationen von New Vegas geschaffen hat, ohne ihn als Anführer, bla bla bla. Okay, gut. Mail-Nachricht, Nachrichten. Zahlen Sie die Gebühren, versuchen Sie es erneut. Vielen Dank. Oder warte mal ganz kurz. Ausgeht. Schauen wir mal da kurz. Bezahlen Sie. Aha, okay. Nein, gibt's nichts. Kettwein, ja, das nehmen wir mit. Businesskleidung, Turbo. Oh Gott, ich habe Karma verloren. Um Himmels Willen. Kronkorken, warum nicht? Ja, wir werden da keine Munition finden. Nicht da herum. Ja, vielleicht gibt es da irgendwo erste Hilfe. Nee, auch nicht, gell? Gut, also theoretisch dürft... Alter, da flackert es wieder so extrem. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir dürften keine Möglichkeit mehr haben, irgendwo anders hinzukommen, weil ja eben überall gestanden ist... Achso, ich schaue ja auch noch wegen die Briefe, genau. Brief 1. So. Wir haben Brief 1 und Brief 3. Okay. Ach, wenn ihr nur aufhören könnt. Tür. Oh. Okay, das müssen wir uns merken. Ich schaue jetzt dann nur noch, dass ich die Briefe da zusammenbekomme. Wir haben jetzt Brief 1, Brief 3. Das heißt, die 2 fehlt noch. Vielleicht eine 4. Da schau ich ja die... Die Leute sind Hologramme. Die poppen einfach auf. Ah, da waren Drogen im Spiel. Chat, genau, Chat heißt's ja. Ah, was haben wir denn da? Jawohl, eine Schneekugel. Die können wir Mr. House oder Dr. House wieder mitnehmen. So, der ist leer. Nehmen wir mit.
Bevor schlecht werden, was? Das ist. Ah, das ist das Saria-Terminal. Revolt 1. Das L. Okay, das sind zwei. Da stimmt 1. Bottle waren 2. Yes! Klick gehabt. So, was gibt's denn da? Sarah Weintraubs Mail. Neue Nachricht von Sheldon Weintraub. Hey, kleine Schwester, wie läuft es so? Ich vermisse dich so sehr, Sarah. Dieser Ort weckt täglich den Wunsch in mir, wieder nach Hause zu laufen. Ich musste dir einfach schreiben, damit ich mich ein wenig wärmer fühle. Die kalte Luft im Lagerhaus lastet so schwer auf mir wie der Beton, den Mr. House in unserer Vault gekippt hat. Er soll in der Hölle schmoren. Ja, so einen Gefühlsausbruch hättest du von einem coolen Bruder wohl nicht erwartet, aber für mich ist hier bald Endstation. Lehre ist meine Muse. Zweifel ist meine einzige Herrin. Alles, was meine Kunst früher inspiriert hat, sinkt langsam zurück ins Nichts. In ein tiefes Loch, in dem ich weder Licht finde, noch sein strahlenden Frühling in meiner Seele sucht. Burscht. Pah! Höre ich mich nicht furchtbar an? Ja, hörst du. Oder du hörst dich so an. Du musst dir keine Sorgen machen, kleine Schwester. Ich wünsche mir nur, dass ich im Moment bei dir sein könnte. Vielleicht wage ich mich auf den Strip und besuche dich, sobald ich meine Kraft wiederfinde. Sobald ich mit dem aktuellen Vorschlag für Mr. House fertig bin. In Gedanken bin ich bei dir, mein kleiner Hitzkopf. Unsere einflussreichen Freunde. Liebe Miss Weintraub, mein Mann ist Charlene Tan und ich... Mein Name ist Charlene Tan und ich wollte mich auf diesem Weg für den herrlichen Aufenthalt in meinem Hotel bedanken. Ich muss sie unbedingt meinem engsten Freund empfehlen. Sie erinnern sich sicher, dass mein Ehemann Biff in unserer wohlhabenden Gemeinde ein sehr respektierter und einflussreicher Mann ist. Miss Schott, Ingrid Denger und Lady Bufton, Mördernamen, werden unser Haus bald zum Tee besuchen. Ich werde sie an sie verweisen. Sie werden das malerische und rustikale Ambiente ihres beengten und unterirdischen Lochs lieben. Dreschig. Nehme ich mal an, dass man sie so ausspricht. Sogar Biff redet nur noch über seine neue Lieblingsjagdbekleidung, das Leder des Vault 21 Anzugs. Trägt den Geruch ungewaschener Zeitalter in sich, erzählt er allen unseren Besuchern. Er lässt jedoch nicht zu, dass ihn jemand auch nur eine Minute lang anprobiert. Meine Liebe, mit höchster Aufrichtigkeit, Miss Tan. So, Ausgang. Ey du, was geht ab, mein cooler Bruder? Es wird dich freuen zu hören, dass unsere Vault voll ist und alles bestens läuft. Trotz dieser fiesen Legionäre sind immer noch eine Menge RNK-Leute hier. Sie sind putzmunter und scheinen kein Problem damit zu haben, dass Caesar an jeder Ecke Streit sucht. Vielleicht ist die RNK doch stärker, als wir dachten. Keine Ahnung. Denkst du, wir können ihnen mehr vertrauen als Mr. House? Fragezeichen. Ich bin immer noch stinksauer darüber, was er unserem Zuhause angetan hat. Ich meine, klar ist es gut, dass wir einen Teil unserer Vault behalten durften, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er mich eines Tages einfach rauswirft und er uns nicht mehr braucht. Ich sage dir, wir hätten seine Herausforderung nie annehmen dürfen. Dieser Betrüger hat uns doch ganz bestimmt übers Ohr gehauen. Naja, das hast du alles schon mal gehört. Sorry, dass ich heute nicht so besonders lese, es tut mir leid. Ich wollte dich nur zum Lächeln bringen. Sei nicht so griesgrämig, Großer, du fehlst mir. Sarah. Okay, dann haben wir das auch. Wir haben Karma verloren, oh Gott. Schwer. Warte mal, die Richtung. Na, okay. Ei! Ein schöner Dietrich ist hin.
So, jetzt aber. Nehmen wir mit. Ja, sonst ist aber nichts. Nö. So, da ist jetzt auch nichts. Da haben wir schon reingeschaut. Also da war eh nichts drin. Ah, wo ist die Nummer 2, bevor ich den einen Brief lese? Achso, warte mal, Blödsinn, wir sind ja in die Richtung. Warte mal. Da geht's jetzt runter, ne? Das war ja das, wo wir runter können. Genau, da gehen wir nachher hin. Sorry, wir gehen wirklich nachher hin. Und das, ich befürchte, wir werden nicht allzu weit kommen, diese Folge, wenn ich mich da deppert in der Wald aufhalte. Aber es gehört nochmal dazu. So, da waren wir noch nicht. Wo ist Brief Nummer 2? Ist er das? Ja! Komm, versteckt, versteckt, versteckt. Pass auf, probieren wir es anders. Jetzt wären wir versch... Ja, ist der Boon, der mich sieht, ist eh klar. Gekomo, Alter. Das gibt's doch nicht. Die schläft. Hi. Bitte gehen Sie. Danke. Bleiben Sie von den Automaten weg. Das ist die reinste Abzocke. Okay. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele schöne Lichter gesehen. Schauen wir mal, ob wir irgendwann ganz kurz unerkannt sind. Es hat ausgereicht, juhu! So, jetzt gehen wir runter, weil mich interessiert das ein bisschen mehr gerade als der Brief. Und dann schauen wir uns den Brief an. Schauen Sie sich doch die Sehenswürdigkeiten an, was wir hier da in Vault 21... Da geht es, ist ja wirklich zugemacht. Ah, toll. Mördergeheimnis, ne? So, warte mal, jetzt können wir uns aber den Brief durchlesen. Brief 1, okay. Liebe Edna, habe all unser Geld in den Casinos verspielt, schicke bitte umgehend mehr, werde es mir zurückholen. Vertraue mir, Lenny. Da war eh nichts mehr, ne? Billy, sei nicht sauer, aber ich habe unsere gesamten Ersparnisse letzte Nacht im Tops verloren. Ich kann nichts dafür, ich hatte eine Serie und war schon bei 2000 Kronkorken, aber dann verließ mich mein Glück und ich habe wieder alles verloren. Ich werde versuchen, ein paar Kronkorken zusammenzukratzen. Sorry, falls da ein Rülpser rauskommen ist. Und alles zurückholen. Bitte hass mich nicht. Sue! Hey, Mom! Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass ich nicht mein gesamtes Geld bei den albernen Glücksspielen verloren habe, wie du sie nennst. Die schlechte ist, dass ich mein gesamtes Geld bei einem der Mädchen im Gamora verloren habe. Aber du würdest sie mögen. Sie hat wirklich Klasse. Naja, da ich hier nichts mehr zu tun und keine Kronkorken mehr habe, werde ich bald wieder nach Hause kommen. Alles Liebe, Dennis. Botschaft, Crockers Notiz. Ich muss Sie in einer sehr wichtigen Angelegenheit sprechen. Besuchen Sie mich so bald wie möglich, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Sie finden mich in meinem Büro in der RNK-Botschaft. Ah, das war okay. Also das ist das von wegen... Zugangscode, okay, Jacks Liebesbrief. Jack ließ mich wissen, dass es da ein Mädchen gibt bei der Kaminkarte. Also, wie fällt sie? Hat rote Haare. Mehr weiß ich nicht. Also, okay. Nelly Altmetall. Herr Knuddel, wer ist denn das? Linze 1 der Rumserkinder hat ihren. Ah, so shit. Ja, genau, das haben wir ja auch noch. Ah, das.
Okay, wurscht. Ja, okay, das war's. Ja, es tipft mich jetzt gerade ein bisschen an. Dass wir jetzt das alles... Wir sind jetzt schon wieder bei einer halben Stunde und... ja, es ist nicht allzu viel passiert. Also das war jetzt Volt 21. Hm. Toll. Nee, warte, da können wir nicht hin. Alles wieder kehrt. Wer hätte gedacht, dass es so einen Ort gibt? Warte mal. Ah, da sind wir reinkommen. Hallo. Gut. Servus. Gut, gehen wir wieder raus. Man weiß nicht, vielleicht gibt es da noch irgendwas zu machen, außer zum Fladern, aber ich wüsste jetzt nicht was. Wie gesagt, um Geld geht es mir jetzt nicht unbedingt, sicherlich das eine oder andere Kronkörkelchen habe ich mitgehen lassen. Aber ja, schauen wir uns dann noch um, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Nee, gibt es ja nichts. Also bevor die schlecht werden, nehmen wir es mit, aber dass ich jetzt da großartig irgendwo eine Einnahmequelle mir schaffe mit ihr, halt eben bezüglich des Leders oder so, na. Gut, das heißt, gleich gegenüber gibt es ja das RNK-Büro. Dann gehen wir dorthin und reden mit dem einen Typen, dass wir sein Angebot bekommen. Ich werde nur sicherheitshalber vorher speichern. Normalerweise weiß ich, dass du kannst mit an jeden reden, du musst aber nicht irgendwas akzeptieren. Hallo. Weil es wäre ja blöd von wegen, dass du gleich im Vorfeld musst du wissen, wo du hingehst und mit dem ersten, mit dem sprichst, das akzeptierst gleich, ne? So, das müsste aber das RNK-Büro sein, glaube ich mal. Jetzt sind wir nur noch... Ja, das sind normale Soldaten. Botschaft. Hauptquartier. Ich glaube, in der Botschaft wird es wahrscheinlich sein, oder? Lisa. Willkommen in der RNK-Botschaft. O'Malley. Was kann ich für Sie tun? Botschafter Crocker finden Sie in seinem Büro. Gehen Sie durch die Tür zu meiner Rechten am Ende des Ganges. Danke. Sir? Ma'am. Ich weiß, es war die andere, aber ich möchte kurz nachschauen, was da ist. Vielleicht gibt es ja hier irgendein Fertigkeitsbuch, wer weiß. Abschlussbericht. Den müssen wir doch mitnehmen. Schön, dass Sie es geschafft haben. Es gibt da etwas, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Es handelt sich um ein sehr wichtiges Thema und ich habe das Gefühl, dass Sie perfekt für die Aufgabe geeignet wären. Ich höre. Sie haben sicher schon gemerkt, dass die Situation hier etwas angespannt ist aufgrund der Probleme zwischen RNK, Legion und Mr. House. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass da bald etwas Großes passieren wird. Ich will ehrlich sein, die RNK steckt in der Klemme. Aber wenn wir jetzt scheitern, leiden die Menschen hier am meisten darunter. Das werde ich nicht zulassen. Und ich halte Sie ebenso wenig für jemanden, der so etwas zulassen würde. Okay, ich habe mich außerdem geirrt. Zu Ihrer Rechten war ja das, nicht zu meiner Rechten. Also sind wir eh richtig gegangen. Sie haben meine Aufmerksamkeit, sprechen Sie weiter. Da haben Sie die falsche Person am Wickel. Rede mal weiter. Im Nordosten ist eine Siedlung. Die Leute hier nennen die Bewohner Rumser. Sie sitzen auf einem Munitionslager, das sehr wertvoll für uns wäre. Ich möchte, dass Sie mit ihnen in Kontakt treten und sie unbedingt dazu bringen, uns zu helfen. Leider bleiben die Rumser unter sich und sind Außenseitern gegenüber, sagen wir mal, feindlich eingestellt. Deswegen brauche ich jemanden wie Sie.
Jemand mit Ihrem Hintergrund und Ruf hat eine bessere Chance, Sie zu erreichen, als der Rest der Leute, die mir zur Verfügung stehen. Für Ihre Hilfe erhalten Sie eine umfassende Amnestie für Ihre bisherigen Verbrechen gegen die RNK, sowie zusätzliche Leistungen und Vorteile. Denken Sie, Sie könnten das für mich tun? Ich gehe mal weiter. Ich meine, ist ja wurscht. Was für hervorragende Neuigkeiten. Also werden die uns helfen, richtig? Bin ich sicher, ich melde mich wieder bei Ihnen. Lassen Sie es mich wissen, sobald Sie Ihre Antwort haben. Sie sind über die Rumse sprechen. Ich würde gerne mehr über die RNK. Tschüss. Auf Wiedersehen. So. Guck aber trotzdem noch nach, ob ich da irgendwo was finde. Okay, der ist weg. Alter, der hat einen Baseball da drinnen her. Das einzig Interessante, das Safe ist natürlich leer. Was soll denn das? Warte mal, das war die Abschlussrede? Also Abschlussbericht. So, dann nehmen wir den auch. Ja, wir verlieren halt eben ein bisschen Ruf, aber ich muss da reinschauen. Könnte doch Munition drinnen sein. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und nachher, ich weiß nicht, entweder jetzt in der Folge oder in der nächsten Folge lesen wir uns dann die Sachen durch, was da gestanden sind. Kaffee! Oh. Einen Moment. Was gibt's denn hier? Was könnte man hier brauchen? Klebeband und Schrauber nehme ich mit. Weil wir die ja wirklich nicht so gut finden. Hallo. Naja, das lassen wir. Also Klebebänder sind ja Mangelware. Hey. Okay, da sind die Dinger. Nein, geh weg. Geh's doch weg. Könnte ja sein, dass man da was findet. Ja, alles leer. Die Betten ist auch nichts drauf. Müssen wir schauen. Ah, da hätten wir eine Truhe. Ja, eh klar, da ist auf einmal überall was drinnen. Also, Alter, wie viele Strip-Briefe gibt es denn da? Und da jeder, der da zählt, dass er was verloren hat, ne? So, falls ich einmal unerkannt sein sollte, will ich rein. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Die Munition würde ich nämlich schon gern nehmen. Alter, macht deine Übungen woanders. Ja, die ist natürlich leer, ist eh klar. Spinde bis auf den sind alle leer. Gut, Munition nehme ich. Die können wir brauchen, die ist gut. Muss nur immer schauen, ob oben versteckt auch wirklich bleibt oder ob er anfängt genauso wie jetzt erkannt. Ja, das kannst du im Morgensport woanders machen, draußen zum Beispiel. Der frischen Luft. Und einen Stealth Boy will ich für sowas jetzt dann nicht unbedingt verwenden, ne? Na, brauchen wir nicht. Spinnt, alles leer. So, da wissen wir, da ist Munition drinnen, die nehmen wir uns auch. Zack. Die ist leer. Okay. Das rote Barett steht Ihnen, Soldat.
So, einmal eine Toilette. Gibt's hier? Ne, gibt's nicht. Ich hab gehofft, dass es vielleicht einen Erste-Hilfe-Kasten da gibt, aber da gibt's wahrscheinlich auch keinen. Nö. Und ich drehe jetzt da extra die Lampe nicht auf, weil ich ja im Mitgeh-Modus bin, ne? Den einen Kronkorken kannst du auch kalten. Kommode ist auch uninteressant. Ist auch nichts. So, da haben wir die Kugel. Da haben wir einen Vorratsraum. Okay, wir sind noch versteckt. Ja, ist eh klar, das ist lauter Lebensmittel. Ja. Aufbereitetes Wasser, Bankettwein, Kühlschränke, Kisten. Wie viel haben wir? Hilfsmittel. Ja, dann lassen wir es. Wir haben so viele. Gut, wir werden hier höchstwahrscheinlich nicht allzu viel finden, dann sollten wir wahrscheinlich rübergehen zum Hauptquartier, was die dort drüben haben. Da findet man vielleicht mehr. Hey. Was? Hey. Man sagt, sie hätten Benny im Tops getötet. Sie denken sicher, sie wären eine ganz harte Nummer. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Legen Sie sich nicht mit meinen Jungs an. Das würden Sie bereuen. Wer? Wiedersehen. ich will das gar nicht jetzt da anfangen. Legen Sie sich nicht mit meinen Jungs an. Wer sind deine Jungs? Achso, okay, der schreibt. Gut. Schauen wir kurz nach, ob da irgendwo was liegt. Wie gesagt, bin ich auf der Suche nach irgendeinem Fertigkeitsheftel. Also Buch eigentlich, nicht Heftel, weil die Magazine mit den kurzzeitigen Boosts, das, ja, sicherlich hier und da können wir es noch brauchen. Die Mülltonne ist leer. Es gibt hier keine Erste-Hilfe-Koffer. Gut. Mülltonne ist nicht leer. Was kann da großartig drin sein? Zigaretten, die lassen wir auch drinnen. Das Gefängnis. Und einen Stripbrief gibt es da schon wieder. Oh, da ist wer drin. Ja, das. Servus. Ja, und falls man es hört, mein Magen knurrt mördermäßig. Ich habe heute noch nichts gegessen. Das werde ich dann nachholen, wenn ich also zwischen... Ich nehme mir vor, dass ich jetzt dann nach dieser Folge noch eine Folge heute aufnehme. Und dazwischen werden wir wohl höchstwahrscheinlich uns irgendwas einverleiben, damit wir nicht vom Stuhl fallen. So. Machen wir jetzt aber wieder zu. Ah, da glitscht ein Buhn durch die Gegend. So. Nehmen wir mit. Ja, die Soldatenrüstung kannst du kalten. Brauchen wir nicht mehr. Mit. Wie gesagt, Munition, kein Problem damit. Aber den Rest, außer es wäre irgendwas ganz, ganz Geiles, Seltenes, dann würde ich ja sagen, aber ansonsten... Sind ja alle leer. Oh, erste Hilfe. Haarklammer. Ja, Viehtriebstab, den kannst du auch halten. Ja, auch nicht gerade eine Mega-Ausbeute, aber okay.
Besser ist gar nichts. Oder besser ist ein Stammschädel. So, jetzt haben wir ja theoretisch... ja, okay. Ja, ein K-Soldaten bei der Arbeit. Was ist das für ein Gebäude? Ich möchte es kurz wissen. Michelangelos Werkstatt. Gehen wir mal kurz rein. Ich habe eigentlich noch gedacht, dass wir vielleicht in dieser Folge noch zum Dr. Mr. House gehen. Aber ich glaube, das wird sich nicht mehr ausgehen. Dann erkunden wir hier dieses Areal einmal. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich hier schon mal war. Ja, den will ich jetzt auch nicht fladern. Oh, da drüben geht wer. Hallo! Hi. Assistent. Entschuldigen Sie mich, ich habe zu tun. Okay, hier haben wir eine Werkbank. Was ist das? Das ist nur irgendeine eine Maschine. Ein Stromleiter. Klebeband? Ah, Wunderkleber. Gut. Die Türen sollten ja, genau, das ist bei New Vegas und bei Fallout 3, glaube ich, kann man überhaupt nicht durch solche Türen gehen. So, was ist da? Gut, du bist ja noch immer diese Assistentin, genau. Kate! Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, Kate. Was ist das für ein Ort? Sie haben unser Schild am Eingang gesehen, nicht wahr? Hier werden die wunderschönen Reklameschilder des Strip Wirklichkeit. Entspringt alles Michelangelos Fantasie. Wir legen da und dort auch Hand an, klar, aber das wahre Genie ist er. Wer ist Michelangelo? Er ist der Grund, warum der Strip wie ein Stern am Nachthimmel strahlt. Mike hat jedes Schild, jede Plakattafel und jedes Licht der Gegend entworfen. Schauen Sie mal hinterm Laden, dort arbeitet er normalerweise. Tschüss. Tschüss. Hinterm Laden. Okay, was haben wir hier? Irgendwas Interessantes? Nö, gell? Nicht so wirklich. Ein Buttermesser. Ja, ist schon interessant. Ein Diagramm haben wir. Cool. Jetzt können wir wieder was herstellen, was Neues in unserer Werkstatt. Oder in unserer Werkbank eigentlich. So, was haben wir hier? Da ist leer. Ich hoffe nicht, dass da besetzt ist. Nein, ist es auch nicht. Okay, das soll wahrscheinlich der Aufenthaltsraum sein. Hallo. Michelangelo! Ich hätte mir nicht gedacht, ob man den da antreffen. Ich hätte mir gedacht, wirklich dahinter. Das ist das Ledergürtel. Aha, okay. Ey, Michael! Oh, hallo, ich bin Michelangelo. Wie kann ich... Moment mal, bringen Sie weitere Plakataufträge? Sagen Sie mir bitte, dass Sie kein Bote von Mr. House sind. Lüge, natürlich stehe ich in den Dienst von Mr. House. Warum sollte ich sonst hier sein? Nein, ich bin nicht wegen so etwas hier. Wer sind Sie? Warum sind Sie überspannt wegen Mr. House? Tut mir leid, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Plakate sind noch nicht fertig. Bitte, ich brauche mehr Zeit. Mehr Material. Ihr elendiges Scheitern wird Mr. House nicht gefallen, es sei denn, Sie können mich überreden. Reparieren, Ersatzteile, Werkzeuge, Generatoren. Mr. House wird Ihre Ausreden
Nicht einfach schlucken. Entspannen Sie sich, ich mache nur Witze. Warum haben Sie solche Angst vor Mr.? Ich würde gern das nehmen, aber irgendwie glaube ich, dass er dann von wegen. Also Sie sind nichts, was dir dann, dass er zumacht, quasi seine Klappe. Es sei denn, Sie können mich überzeugen. Ich verstehe. Womit könnte ich Sie zum Schweigen überreden? Nein, das will ich nicht. Bis ich mit der Arbeit für Mr. House fertig bin. Sie was Zangen, Kleber und Sägen kosten 300 Kronkorken. Tatsächlich? Okay. Einen Augenblick dachte ich, dass Sie nur nachtreten wollen. So wie alle anderen hier. Das höre ich sehr gerne, wirklich. Ich bin Sheldon aus Vault 21. Hier bin ich jedoch unter meinem Künstlernamen Michael Angelo bekannt. Also, was bringt Sie hierher? Künstler, sowas sieht man selten. Erzählen Sie mir doch von sich. Sie haben von der Vault erzählen Sie mir davon, warum sind Sie so überspannt wegen Mr. House? Warum haben Sie solche Angst? Es ist dieser Ort. Meine Inspiration lässt nach und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Ich kann die Wärme nicht mehr fühlen. Klingt, als ob es Ihnen hier nicht gefällt, was stimmt denn nicht? Warum packen Sie nicht einfach und gehen zurück in die Vault 21? Na, okay, ich fühle mich so. Von etwas Schrecklichem heimgesucht. Von diesem gewaltigen Atelier kriege ich Gänsehaut. Ich komme nicht mal vom Strip weg. Diese Angst vor der Außenwelt entzieht Ihnen also die Inspiration. Ein Künstler, sowas sieht man selten. Das ist, ja, na, genau, geh raus! Aber ich bitte um Schweigen darüber. Ohne Inspiration bin ich so wertlos wie ein Sandkorn im Wüstenödland. Alter, das gibt's nicht. Der Medizin bräuchte man 55. Oh, das ist eine, gleich fällt es mir ein, eine Agomorphobie. Ich helfe Ihnen. Lüge, Sie haben wirklich geglaubt, ich würde nicht für Mr. House arbeiten. Sehr leicht. Einfach und gehen zurück in die Vault. Das wäre toll. Nein, Mr. House hat sie mit Beton gefüllt. Es gibt nur noch ein paar Zimmer und Gänge. Meine Schwester hat ein Hotel daraus gemacht. Ist ja wurscht. Naja, ich, ja, da gibt es eigentlich nicht viel. Vault 21 war mein Zuhause, mein liebstes Zuhause. Ich verließ es, um die Außenwelt zu erkunden. Anfangs war sie ein echtes Wunder. Meine Inspiration sprudelte und machte Mr. House auf mich aufmerksam. So bin ich an diesem Ort gelandet. Sie haben wohl Schwierigkeiten mit Mr. Houses Aufträgen. Wo liegt das Problem? Ich glaube kaum. Oh, na. Warte mal kurz. Oh, wir haben ein neues Ding. Ja, gut, dass ich jetzt auf die 17 in das reinpulver, wäre so auch eine Chance. Sprache, Wissenschaft. Meine, in nächster Zeit werden wir viel, viel quatschen. Deswegen wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn wir das gleich hochdüdeln. Und wenn wir es auf das raufkriegen, dann haben wir 100% alleine mit dem Outfit, was wir haben. Pass auf, ich gebe falsch noch ein bisschen was. X. Ich nehme nicht an, dass ich zufällig ein Dingele dabei habe, was mir Medizin raufbringt. Das ist Wissenschaft. Na. Ich weiß schon, wir haben den. Nein, das war auch Wissenschaft, Blödsinn. Also selbst wenn wir da irgendeinen Anzug hätten oder so. Gut, lass uns gut sein. Da hätte ich nämlich geglaubt, dass wir da irgendwo hinkommen. Achso, das war. Okay. Gut, ich halte noch auch schon nach einem Klebeband, aber. Naja, Blödsinn von. Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Okay. Gut, dann haben wir das auch gesehen. Jo. Ich weiß jetzt nicht, was wir großartig hätten freischalten können. Sicherlich hier oder da hätten wir jetzt ein paar Kronkorken dazu gewinnen können, wenn wir weiter gelogen hätten und bla bla bla. Aber das war jetzt auch nicht unbedingt, was ich jetzt machen wollte.
So, pass auf, ich gehe jetzt noch in dieser Folge zum Lucky 38, dass wir mit dem Haus das nächste Mal quatschen können. Die lungern da einfach rum am Rasen. Gar nicht, haben wir irgendwas? Na, in der Hinsicht haben wir nichts außer Sprache und sowas. Und haben wir eins. Ja, wir hätten eins mit Wissenschaft. Das Lucky 38 ist auf der drüberen Seite. So, dann haben wir jetzt hier wenigstens einmal. An? Wer hat das gesagt? Das war die Dame wahrscheinlich, oder? Das ist ein Spieler. Jo, sprechen mit. Wie sagt man zu sowas? Eine freie Handelstreibende. So. Gehen wir noch ganz kurz zum Abschluss. Gehen wir noch ins Gomorra. Schauen wir uns das auch noch an. Eine Sehenswürdigkeit in New Vegas. Und dann lassen wir es gut sein für diese Folge. Folge 35 sollte das hier sein. Sorry, dass da wieder mal so gut... Es war keine Action, überhaupt nicht. Hey, niemand außer Omertas darf im Gomorra Waffen tragen. Lassen Sie Ihre Waffen bei mir. Ah... Die kriegen so. Sie zurück, wenn... Okay. Ich glaube immer mal. So, ich schau mal kurz... Da. Wir hatten ein Buch mitgebracht, bitteschön. Wir wollen uns ja nur umschauen, ne? Okay. Ja, wie gesagt, normalerweise haben wir da Musik und so. Das haben wir jetzt da halt eben nicht. Alter, die Dinger da oben, die erinnern mich an Riddick, die... Ach Gott, wir haben die geheißen gehabt, diese komische Religion da, die alles vernichtet. Also diese Streitkräfte da. Ach Gott, na ja, ich weiß, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Eine Dame im Käfig. Also sie haben nur eine. Brimstone. Ein Spieler. Ja, ich weiß, ohne Musik ist das Ganze, ja, nicht so tolle. Naja, was würde der Duke wohl sagen? Shake it, baby. Shake it, baby. Ja, na, haben wir das auch gesehen. Zum Hof. Nein, Hof gehen wir nicht. Was gibt's denn da so dumm zu glotzen? Untere Lobby. Okay, da haben wir einen Barmann. Suara. Okay. Gomorra Hotels Unique Style Las Vegas Nevada. Okay. Na bitte, haben wir das auch gesehen. War jetzt noch nicht so ereignisreich. Ja, sorry. Überhaupt, weil es geht ja wirklich viel Atmosphäre flöten. Dadurch, dass ich die aufzurufen, die Musik ausgeschalten habe, aber wegen an. Wie gesagt, wegen der Monetarisierung, Schrägstrich wegen der Copyright, würde ich es gern so belassen. So, da haben wir eine Toilette. Da haben wir wahrscheinlich die andere Toilette. Genau. Wo geht's hier hin? Da geht's runter. Ah, unterer Lobby. Nein, ist wurscht, das ist ein Rest vom Gomorra. Den denken wir uns einfach. So ist er schöner höchstwahrscheinlich. Der untere Teil der Lobby. So, da gehen wir wieder raus. Ja. So, ich hoffe, ich kriege meine Waffen wieder. Wacko hat der Handlanger geheißen. Ich überlege noch immer, wie die geheißen haben. Die vom zweiten Teil von Riddick.
Weil Pitch Black war ja der erste Teil, dann kam Riddick, weil war das auch nicht mehr mein Name, habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Das waren nicht die Gamorianer. Sind die reinste Abzocke. So, ich mal kurz schauen, habe ich meine Waffe. Meine Waffe, alle meine Waffe da, sehr gut. Gut, dann werden wir das nächste Mal ins Lucky 38 gehen und wir lassen es gut sein für diese Folge. Ich weiß, es ist nicht allzu viel großartig passiert. Wir haben ein bisschen gequasselt mit ein paar Leuten. Und ansonsten haben wir nur selbstständig irgendwie Sightseeing gemacht. Ich hoffe aber trotzdem, es hat euch irgendwie Spaß gemacht, mir zuzuschauen bei einer weiteren Folge von Schauen wir mal FNV360. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch bleiben, gell? Tschüss. Baba.